Unser Projekt erprobt ein an der THM entwickeltes Feedback- und Abstimmungssystem in der Hochschullehre nach dem Modell des Inverted Classrooms. Das heißt, die Studierenden bearbeiten zu Hause Vorbereitungsaufgaben mit Hilfe von kurzen Erklärvideos und beantworten dazu Verständnisfragen. Das ist eine ganz andere Möglichkeit, um sozusagen den Spieß umzudrehen. Das heißt, der Dozent stellt jetzt eine Frage, aber er stellt sie eben so, dass zum Beispiel eine Diskussion angeregt wird. Für den Hörsaal habe ich 3 Konzeptfragen und ich werde eine davon auswählen, je nach Vorbereitungsstand der Studierenden. Das Besondere an Astova ist gerade der Funktionsumfang, also dass man zum Beispiel auch Videos einbinden kann. Und dazu gibt es dann eine Frage, die man eigentlich nur beantworten kann, wenn man wirklich das Video gesehen und verstanden hat. Das heißt also, die Leute diskutieren über die Frage und selbst wenn sie eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung haben, selbst über die Diskussion, die da entsteht, gibt es da einen Wissensgewinn. Und dann natürlich wird das Ganze aufgeklärt. Sie können auch während der Vorlesung mir signalisieren, ob Sie der Veranstaltung noch folgen können. Der Unterschied ist einfach, dass der Studierende viel mehr eingebunden ist. Motiviert einen auch sehr, dass man mitarbeitet, dass man selbst aktiv wird.